Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Gäste, zur heutigen Veranstaltung in der Reihe Verbundwerkstoff trifft Anwenderbranche möchten wir Sie recht herzlich begrüßen. Es ist heute die 11. Veranstaltung zum Thema Chemie- und Anlagenbau. Wir werden Sie heute zu dritt durch diese Veranstaltung begleiten von Seiten Composites United. Thomas, stellst du dich vor? Ton weg. Ja, hallo meine Damen und Herren, Thomas Heber, mein Name vom Composites United, hauptsächlich für die Region Ost zuständig und auch für unsere Veranstaltungen und Arbeitsgruppen. Ich begrüße Sie recht herzlich und ich gebe weiter zum Dr. Hagen Klemm. Bitte schön, Hagen. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Hagen Klemm. Ich habe über 35 Jahre im IKTS Dresden keramische Hochtemperaturwerkstoffe betrieben und bin jetzt in Ceramic Composites mit als ja, Senior-Wissenschaftler tätig. Ja, und mein Name ist Heinz Kolz. Ich bin der Cluster-Geschäftsführer von Composite United West, Koordinator für diese Reihe. Und ich soll Sie grüßen von zwei Kollegen, die heute eigentlich dabei sein wollten, nämlich den Bastian Brenken von CU Nord und den Danny Schüppel von Ceramic Composites. Beide sind heute leider verhindert. Ja, wir freuen uns, dass die Veranstaltung heute ihr Interesse gefunden hat. Und freuen uns besonders, ich habe die Teilnehmerliste mal durchgesehen, dass Gäste aus dem Bereich der Chemieindustrie und aus dem Bereich Anlagen- und Maschinenbau dabei sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie nachher in der Diskussion sich einbringen, Ihre Fragen, Ihre Anforderungen an unsere Materialien stellen. Die Chemiebranche ist die drittgrößte Industriebranche in Deutschland. Die Produkte der chemischen Industrie sind eigentlich in allen Branchen als Rohmaterial oder als Input vertreten. Und auch der Anlagenbau und der Maschinenbau sind auch relativ große Branchen und beide zusammengenommen sind sicherlich über die Hälfte der deutschen Industrie. Was bedeutet das für diese Anwenderbranche und für uns im Bereich der Verbundwerkstoffe? Chemie, Anlagen und Maschinenbau haben zusammengenommen ja einen großen Anteil in der deutschen Industrie und damit ist es eine relativ große Branche, in die wir unsere Produkte liefern können. Und wenn Sie an Versorgungsleitungen, Pumpen, Druckbehälter und andere Aggregate denken, da spielt Chemiebeständigkeit, Druck und Temperatur eine große Rolle. Und im Wettbewerb mit anderen Werkstoffen können wir die Innovationseigenschaften unserer Materialien gut einbringen und erfolgreich ausspielen. Thomas, darf ich an dich übergeben? Das darfst du, Heinz. Vielen Dank. Ja, jetzt kommt klassischerweise der Part, wo ich nochmal ausführlich den Composites United vorstellen darf. Ich habe mal jetzt so kurz gescreent. Es sind eigentlich fast nur CU-Mitglieder drin, deswegen werde ich es ganz kurz halten. Der Composites United ist ein Verbund, ein Industrieverbund von ca. 350 Mitgliedern und ein paar hochinteressierte angewandte Forschungseinrichtungen. Wir sind über 60% KMU. Sind traditionell, ich sage mal, zu 90% im Dachraum unterwegs und den Rest in der Welt. Und allen Mitgliedern ist gemein, dass wir natürlich am industriellen Durchbruch von Hochleistungsphase-Bundanwendungen arbeiten, branchenübergreifend. Und deswegen sehr schön, dass wir heute hier das Thema Chemie- und Anlagenbau mal zum Thema haben. Natürlich ja, kann man auf unserer Webseite gucken, was wir so alles als Netzwerkarbeit tagtäglich machen. Es ist nicht nur dieses Event, es passiert halt wesentlich mehr im Netzwerk. Schauen Sie gern mal rein. Ansonsten vielleicht zur Info, wir haben auch, wenn ich gerade von den Maßnahmen, Aktivitäten rede, einen YouTube-Kanal im Composites. Dafür zeichnen wir heute hier auf. Bitte seien Sie so lieb und reden Sie erst rein und machen Sie erst Ihre Kamera an, wenn Sie sozusagen dran sind, wenn wir die Diskussion eröffnen, damit wir eine einigermaßen schöne Aufzeichnung hinbekommen. Vielen Dank. Gut, dann gebe ich weiter an den Hagen. Bitte schön. Ja, Faserverbundwerkstoffe sind ja relativ junge Werkstoffe, die letzten Endes in vielen Nischen zur Anwendung kommen und Massenanwendungen sind natürlich unsere Zielstellungen. Im Chemie- und Anlagenbau kommen hauptsächlich andere Werkstoffe zum Einsatz und hier denken wir, haben Verbundwerkstoffe ein hohes Potenzial, insbesondere beim Leichtbau, bei Hochtemperaturanwendungen, aber auch in harschen Atmosphären oder Medien, wo Verschleiß und Korrosion eine große Rolle spielen. Es ist das Ziel, dass wir hier neue Anwendungen erschließen für unsere Werkstoffe und somit unsere Rolle als Innovationstreiber ausspielen können.
Mit der Reihe Verbundwerkstoff trifft Anwenderbranche möchten wir den Dialog zwischen unseren Mitgliedern und Vertretern der Anwenderbranchen fördern, um erfolgreiche Anwendungen vorzustellen und sie zu diskutieren. Danke. Heinz, Prima, du machst danke, weiter. Hagen. Dann übernehme ich wieder zur heutigen Veranstaltung zum Ablauf. Wir haben uns ein Format ausgedacht, das ähnlich ist wie eine Radiosendung mit Experten. Zunächst kommen drei Experten zu Wort. Wir verzichten weitestgehend auf Präsentationen. An einer Stelle müssen wir Folien dazunehmen, damit wir das besser erklären können. Aber ansonsten läuft es als Gespräch ab. Und im zweiten Teil, wenn Sie dann die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, Diskussionen einzubringen, ja, das wird ungefähr zur Halbzeit sein. Wir haben ein Zeitfenster von etwa einer Stunde zur Verfügung und im Nachgang werden wir von Composite United Ihre Anregungen aufgreifen. Die YouTube-Aufzeichnung ist schon erwähnt worden. Wir werden auch noch eine Pressemeldung dazu machen und dadurch haben auch andere nochmal im Nachgang die Möglichkeit, sich zu informieren, was wir heute diskutiert haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit unseren Werkstoffen in der Chemie und im Anlagenbau einbringen und sich an der Diskussion beteiligen. Das können Sie einmal per Chat, Sie können sich auch unmittelbar an die Referenten richten oder per Handzeichen, wir erteilen Ihnen das Wort. An der Stelle wünschen wir Ihnen eine interessante Veranstaltung mit guten Erkenntnissen für Ihre Arbeit. Damit übergebe ich an dich, Thomas. Super, vielen Dank, Hagen, vielen Dank, Heinz. Ich freue mich sehr, dass ich hier den Anfang machen darf. Da darf ich gleich auch unseren ersten Referenten vorstellen. Sie haben es ja gesehen in der Agenda. Wir haben drei Gäste eingeladen. Ich begrüße jetzt zunächst direkt aus China heute zugeschaltet, glaube ich, Jens, und schon spät abends. Und wir müssen uns beeilen, denn er wartet auf das Abendessen seiner Gastgeber, dem Professor Jens Rezewski von der IMA Dresden. Hallo Jens, guten Tag erstmal. Ja, moin Thomas, moin in die Runde. Oder einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ja. Ganz kurz zu deiner Einordnung. Du bist Senior Principal Engineer, sage ich immer gerne, und Business Development Manager der IMA GmbH in Dresden. Wenn das nicht mehr so ist, musst du mich korrigieren, Jens. Doch, passt. Und ja, genau. Und die IMA, ganz kurz, wer sie nicht kennt, ist ein großes, unabhängiges, zertifiziertes und akkreditiertes Prüfzentrum als international anerkannte Prüfüberwachungs- und Zertifizierungsstelle unterwegs für die gesamte Industrie, wie es ausscheint, also international kann man betonen, Jens ist gerade in China. Ihr gehört seit einer Weile zur international tätigen Abflussgruppe. Ja, und also ihr seid werkstoff- und branchenübergreifend unterwegs als Testhaus, wenn man das so sagen darf. Und du selbst hast eine sehr umfangreiche ja, und langjährige Expertise, gerade im Bereich chemischen Apparatebau, dadurch, dass du auch als Gutachter unterwegs bist für chemische Apparate aus Faserverbund. Und da möchte ich direkt mal einsteigen. Jens, vielleicht so die Eingangsfragen. Wo kann ich mir denn Faserverbund im chemischen Apparatebau in diversen Größenordnungen hauptsächlich vorstellen? Ne? Was gibt es da für typische Anwendungen? Und eine Anwendung hatten wir ja gerade schon so ein bisschen, ist das Thema Behälterbau. Wenn du sagst, du bist als Gutachter unterwegs, bist du dann auch tatsächlich derjenige, der in die Dinger reinkriecht durch das Mannloch und dort die Inspektion macht? Das wäre die zweite Frage. Fangen wir mal an, gerne. Ja, also Thomas, ja, ganz schön viel Text. Okay, vielleicht noch eine Ergänzung. Neben meinen anderen Tätigkeiten an der IMA bin ich tatsächlich auch Leiter der beiden Zertifizierungsstellen für Bauprodukte, inklusive der Thematik Rohre, Behälter, Tanks, Auffangwannen, sowohl für thermoplastische als auch für duromere Systeme. Und die IMA zertifiziert also auch sowas und wir machen also auch bei einigen Kunden da die regelmäßige Überwachung und Inspektion und Zulassungsprüfung und so weiter. Und außerdem leite ich das bei der AVK, also die Partnerorganisation quasi vom CU, den Arbeitskreis GFK im Rohrtank- und Anlagenbau. Und das schließt es vielleicht ein bisschen ab. Ja, wo setzen wir das ein? Also vielleicht muss ich da mal ein bisschen ausholen. GFK, der Heinz Kolz hat gesagt, recht junger Werkstoff. Ja, jung ist natürlich relativ. Also wir nutzen tatsächlich GFK im Anlagenbau schon über 60 Jahre. Es gibt herrliche Referenzen für große Tanks, wirklich große Tanks. Ich habe da ein schönes Bild noch irgendwo bei mir im Fundus, wo ein großer Tank auf dem Feld gebaut wurde, mit einem Trecker quasi, den Rohling immer
um den Kern rum. Das war schon sehr spannend. Und das macht man natürlich nicht ohne Grund, weil wir mit dem, vor allem mit GFK, natürlich einen Werkstoff haben, der in Größenordnung beständig ist. Auch die Entwicklung von korrosionsresistenten Gläsern oder auch von Harzen, die also tatsächlich eine große Bandbreite darstellen, die beschleunigen also diesen Einsatz oder verstärken den Einsatz. Und da, wo wir mit der Beständigkeit vom GFK nicht mehr hinkommen, da haben wir ganz klar die thermoplastischen Inliner. Und wenn du mich jetzt fragst, ja, auch über meine Consulting krieche ich tatsächlich rein in Rohre und in Behälter. Das muss man schon machen, wenn man von innen eine Inspektion machen will. Und das Schlimmste, was ich da machen musste, war bis jetzt eine Kühlwasserleitung oder eine Wasserleitung für ein Wasserkraftwerk, 2,5 Kilometer lang, DN1100. Wenn man sich das mal vorstellt, da musste ich quasi durch die 2,5 Kilometer durch. Und das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass das nicht vergnügungssteuerpflichtig war. Aber ja, nur so bekommt man natürlich die Erkenntnisse. Und es gibt auch andere Durchmesser, auch im 600er bin ich da mal reingekraucht. Aber da versucht man natürlich nicht allzu tief in das Rohr einzusteigen, weil das ist dann alles andere als witzig. Ja, Kann ich mir aber vorstellen. so macht man das und so kriegt man auch die Erfahrung. Und man muss es auch machen. Also wir haben teilweise auch dann versucht, gewisse Sachen zu befliegen oder mit anderen Drohnen da reinzugehen oder mit irgendwelchen anderen Sonnen. Das kann man schon machen. Aber ich muss zugeben, ja, die Drohnentechnik hat sich verbessert. Da geht mittlerweile einiges, also gerade im Kraftwerksbereich. Aber das selber zu sehen, ist doch noch was anderes als über Video das zu erfassen. Jens, worauf achtest du genau, wenn du dann durch so ein Rohr kriechst? Also was fällt dir an der Oberfläche auf? Was sind so die Punkte, die du da quasi gedanklich abgehst, was dann funktionieren muss noch nach vielen Jahren? Die meisten Rohre, was heißt nicht die meisten, sondern eigentlich alle, ne, haben eine innere Schutzschicht. Und das kann im einfachsten Fall einfach eine harzreiche Schicht sein, mit einer Matte zum Beispiel. Das kann aber auch eine richtig ausgebaute Chemieschutzschicht sein, mit einer Dicke zum Beispiel von 2,5 mm. Wir haben seit einigen Jahren in Europa eine sehr, sehr anständige Norm. Das ist die EN 13121 in mehreren Teilen. Und in dieser europäischen Norm oder ja, letztendlich auch in den DIN werden die Anwendungen sehr, sehr gut beschrieben und es werden auch die Harzklassen beschrieben. Vielleicht, der eine oder andere wird es vielleicht wissen, auch das DIBT, also das Deutsche Institut für Bautechnik, hat da vieles gemacht. Da gibt es die sogenannte Medienliste 40, wo unterschiedliche Materialien hinsichtlich Beständigkeit beschrieben werden. Und auch hier ist gerade eine sehr, sehr spannende Entwicklung, weil der Markt ruft zwar noch nicht danach, aber die Hersteller von Tanks bereiten sich darauf vor, die Alternativen, also die Kraftstoffe irgendwo zu lagern. Und da muss natürlich auch hier ein Nachweis erbracht werden, dass die Medien eben nicht zu einer Schädigung oder so einer, mal sagen, schlimme Schädigung in den Tanks führen. Dankeschön. Kurze Frage, so noch GFK-Behälter, wie lange im Einsatz ungefähr? Achso, Lebensdauer, ja, was heißt ich es habe meine Lebensdauer? Frage jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig beantwortet. Also was ich eigentlich Ach sagen so, wollte, diese Entschuldigung. Medien greifen natürlich die Oberfläche an, also in erster Linie die Ja. Oberfläche. Und solange die Oberfläche glänzend ist und sich nicht verfärbt hat, kann man davon ausgehen, dass die Beständigkeit noch in Größenordnung gegeben ist. Jetzt muss man fairerweise sagen, wenn man solche Sachen auslegt, solche Rohrebehälter auslegt, dann weiß man natürlich, dass die Medien unterschiedliche Schädigungen auf das Material über einen langen Zeitraum haben. Das heißt, sowas wird von vornherein in die Auslegung mit eingepreist. Und tatsächlich ist das so, ich betreue ja seit vielen Jahren die Rheingaskanäle. Damals bei Vattenfall, jetzt bei LEAG, auch in Größenordnung, jetzt mittlerweile bei der RWE. Und wenn man da reingeht und man sieht quasi auch eine glänzende, glatte Oberfläche, dann kann man davon ausgehen, erstmal nicht schlecht. Wenn man dann aber tatsächlich Werkstoffversuche macht, da muss man feststellen, ja, die Teilsicherheitsfaktoren, also die Abminderungsfaktoren, mit denen also solche Anlagen ausgelegt werden, die kommen.
Ja, also der Werkstoff macht genau das, was man von ihm erwartet. Der baut ab. Und das ist dann schon interessant zu sehen, in welche Richtung das geht. Und wenn man solche Sachen über viele Jahre betreut, dann sieht man quasi auch eine Tendenz in der Entwicklung. Und ja, man kann dann versuchen abzuschätzen, wie groß die Restlebensdauer noch ist oder ob da eine Tendenz in den Eigenschaften geht. Aber es gibt tatsächlich auch einige Anwendungen, wo man von vornherein weiß, dass die mit sehr starken aggressiven Medien und Temperaturen relativ schnell abgebaut werden und trotzdem ist es dann kostenmäßig immer noch die bessere Alternative im Vergleich zu anderen Werkstoffen wie Stahl. Ja, Dankeschön, Jens. Also jetzt kam direkt noch eine Frage im Chat, die ganz gut passt. Die würde ich direkt noch mit vorlesen. Und dann gehen wir vielleicht erstmal weiter in der Runde. Jens, wie werden, also der Herr Lütger Epping von Dolphitech fragt, wie GFK-Rohre und Tanks geprüft werden, also zusätzlich zu deiner Expertise und deinem Augenlicht und der Taschenlampe, die du dabei hast, mit Ultraschall oder sind da noch andere Technologien vorgesehen? Naja, also Gibt es solche Prüfungen? wenn die Behälter stehen, dann kann man das durchaus mit Ultraschall machen. Wir haben jetzt gemeinsam mit dem IKTS einige Projekte umgesetzt, bei GFK-Rohren, wo wir sowohl mit Akustikgemischen einiges gemacht haben, als auch mit Oberflächenwellen. Und tatsächlich sind die Ergebnisse recht spannend. Ja, und mein großer Traum ist tatsächlich, dass man irgendwann mal in der Lage ist, über zerstörungsfreie Prüfung, datenbankbasiert, also durchaus KI-basiert, auf die aktuellen Eigenschaften des Werkstoffes zu schließen. Vielen, vielen Dank erstmal, Jens. Ich könnte jetzt noch lange mich mit dir unterhalten, ne? Aber wir wollen ja gucken, dass wir am Ende vielleicht noch eine kleine Diskussion anstoßen in großer Runde. Deswegen gebe ich jetzt erstmal weiter und wieder zurück an dich erstmal, Heinz. Ja, vielen Dank, Thomas. Wir kommen jetzt zu Invent GmbH, die von Ihnen, Herr Wonneberger, vorgestellt wird. Sie sind in Ihrem Unternehmen der R&D-Koordinator. Sie werden uns von Ihren Rohren und Behältern mit integrierter Sensorik berichten. Diese Produkte haben Sie für die Luft- und Raumfahrt entwickelt und im Vorgespräch haben Sie den Eindruck auch vermittelt, dass die Produkte auch sehr gut für den Chemie- und Anlagenbau einsetzbar sind. Ihr Unternehmen ist auf Verbundwerkstoffe spezialisiert, die wie in der Luft- und Raumfahrt hohe Anforderungen erfüllen müssen. Das sind hochpräzise Strukturkomponenten für weitere Branchen wie Maschinenbau, Automotive, Schienenfahrzeug und Schiffbau. Herr Wonneberger, berichten Sie uns bitte von der Qualität Ihrer Rohre und Behälter mit integrierter Sensorik. Ja, das mache ich sehr gerne. Also erstmal auch von meiner Seite herzlich willkommen an die Teilnehmer und vielen Dank, dass ich hier uns präsentieren darf. Nochmal an die Ausrichter der Veranstaltung. Ja, und danke für die Vorstellung. Also ja, Mike Wonneberger ist mein Name von der Invent GmbH. Das Unternehmen ist ja schon vorgestellt worden. Ich würde vielleicht nur noch zwei, drei kleine Ergänzungen anfügen. Also wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Seit 1996 jetzt als Ausgründung damals vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Markt und ja, mit über 100 Mitarbeitern und zwei Produktionsstandorten auch ganz gut etabliert. Also durchaus gesund und munter, möchte ich mal so sagen. Ja, und Sie hatten das ja auch schon gesagt, also wir kommen eigentlich nicht aus dem Chemie- und Anlagenbau, auch nicht aus dem Maschinenbau, sondern wir kommen aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt. Ist natürlich irgendwo auch klar als Ausgründung vom DLR, dass wir da unsere Heimat haben. Und was machen wir? Wir entwickeln und fertigen Faserverbundstrukturen halt für die Luft- und Raumfahrt, aber natürlich auch für andere Branchen. So ein paar hatten Sie ja schon aufgeführt. Aber klar, Luft- und Raumfahrt ist natürlich ein Gebiet, wo Leichtbau sehr stark nachgefragt ist und wo man mit den Faserverbundstrukturen natürlich ganz gut dann auch punkten kann. Und das sind dann halt verschiedenste Produkte. In der Luftfahrt sind das Versteifungsrippen fürs Leitwerk und ähnliches, was dann aus unserem Hause kommt. Jetzt aber auch ganz neu und vielleicht besser hier zum Thema passend, sind das Klimarohre. Das heißt, das sind also Rohrleitungen, die im Inneren der Kabine des Flugzeuges genutzt werden für die Klimatisierung der Kabine. Und da haben wir jetzt einen neuen Serienauftrag gewonnen und bauen da gerade im Prinzip den Prozess auf oder beziehungsweise der Prozess steht schon. Wir sind jetzt dabei, so die ersten Bauteilmuster vom Kunden prüfen und freigeben zu lassen, um dann halt mit der Produktion zu beginnen. Das sind gewickelte Strukturen, also gewickelte Rohre aus Faserverbundwerkstoffen.
die halt in dem Fall jetzt für die Klimatisierung der Flugzeugkabine genutzt werden. In der Raumfahrt, da sind es dann auch wieder ganz interessante Produkte, also neben Strukturpanelen, die wir da für Satelliten, Karosseriebau kann man es fast nennen, fertigen, sind auch da viele gewickelte Strukturen dabei. Das sind Streben oder auch so rotationssymmetrische Bauteile zwischen Stufen, zwischen verschiedenen Raketenstufen sind im Prinzip auch große Rohrleitungen in gewisser Weise oder rohrförmige Strukturen. Also auch hier haben wir wieder etwas, was letztendlich auch an eine Rohrleitung erinnert und natürlich von daher auch interessant sein könnte für den Bereich, der hier eigentlich jetzt auf der Agenda steht. Ein relativ neues Betätigungsfeld sind die CFK-Behälter. Man hat ja wahrscheinlich mitbekommen, dass die Luftfahrt da zum Beispiel sehr stark bestrebt ist. Bis 2030 ist, glaube ich, die Agenda. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber man ist bestrebt, da ein wasserstoffbetriebenes Flugzeug in die Luft zu bringen, um halt zukünftig emissionsärmer oder emissionsfrei oder wie auch immer man das definieren mag, dann zu fliegen. Das ist also ein Thema, was die Luftfahrt sehr stark umtreibt. Da laufen momentan viele Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, an denen wir auch beteiligt sind, mit dem Ziel halt, entsprechende Tanks dann für die Flugzeuge zukünftig zur Verfügung zu haben. Da ist noch nicht so ganz klar, wie die Marschroute aussieht, ob es doch eher metallisch wird oder Faserverbund. Das halten die sich noch ein bisschen offen. Da gibt es halt verschiedene Projekte, die da parallel laufen und da wird man wahrscheinlich dann zum Schluss entscheiden, was funktioniert denn am besten, was ist am sichersten und was ist unter all diesen Aspekten die beste Auswahl für diese Anwendung. Aber auch da sind wir halt beteiligt. Das ist natürlich ganz interessant, weil wir hier mit sehr extremen Bedingungen zu tun haben, tiefe Temperaturen. Die haben wir natürlich auch in der Raumfahrt. Bloß der Unterschied ist, in der Raumfahrt, da wird so ein Tank vielleicht ein- oder zweimal befüllt. In der Luftfahrt ist natürlich viel mehr Zyklen. Das heißt, da sind die Belastungen eigentlich doch eher höher, zumindest nach meiner Einschätzung. Das heißt also, wir beschäftigen uns hier mit Wickelstrukturen für ja, verschiedenste Anwendungen, Rohrleitungen, Behälter für Flugzeuge, für auch Straßentransport, zum Beispiel von Wasserstoff in Hochdrucktanks. Das ist ein Thema der aktuellen F&E-Projekte. Aber auch Innenbeschichtung als Barriereschicht. Wir hatten das ja schon gerade bei dem Beitrag von der IMA gehört, ne? Also es gibt halt eigentlich immer Bedarf, Oberflächen gegen aggressive Medien zu schützen. Das kann halt ein Kunststoffliner sein, das kann eine Lackierung sein. Wir verfolgen da aber auch andere Ansätze. Wir haben schon in der Vergangenheit erfolgreich CFK metallisiert in einem galvanischen Prozess, beziehungsweise wir haben das nicht selber gemacht, sondern mit Partnern, die uns da unterstützt haben. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich auch interessant wäre für Rohrleitungen, die mit aggressiven Medien oder ähnlichen Produkten gefüllt sind. Und was mich besonders freut es eigentlich auch, was gerade gesagt wurde, nämlich, dass man sich wünscht, irgendwann mal ja, Strukturüberwachung zu realisieren, weil das schließt dann so hier ein bisschen den Kreis, weil wir haben ja das Thema Sensorik da noch in meinem Titel drin stehen und das ist auch etwas, woran wir arbeiten, nämlich Strukturüberwachung von Faserverbundwerkstoffen kommt auch ganz klassisch aus der Luftfahrt. Da gibt es zum Beispiel ja, Überwachung von Rumpfstrukturen und ähnliche Ansätze, die man da verfolgt. Aber wir haben das auch schon auf andere Produkte oder andere Produktklassen, nenne ich es mal, angewendet. Zum Beispiel auf Pumpen, aber auch auf tankartige Strukturen, wo wir über piezoelektrische Sensoren, die auch aus unserem Hause kommen, die in die Faserverbundstruktur integriert werden, bestimmte, sage ich mal, Schwingungsmuster erzeugen können und anhand der Auswertung dieser Schwingungsmuster und mithilfe von entsprechenden Algorithmen, die das interpretieren können, kann man dann gewisse Rückschlüsse auf die Gesundheit der Struktur schließen. Das ist natürlich alles noch Gegenstand von Entwicklungs- und Forschungsarbeiten, aber wir sind da schon relativ weit und haben das an verschiedensten Anwendungen schon gezeigt.
auch mit Partnern. Und deswegen, ich denke, das ist auch etwas, was hier natürlich ganz gut reinspielt, ne? Dass man die Möglichkeit hat, ja, sage ich mal, ein Konstruktionselement zu haben für eine chemische Anlage oder eine ähnlich geartete Anwendung, wo die Rohrleitung, der Tank oder die Komponente, die da halt verbaut werden soll, auch die Möglichkeit bietet, deren Gesundheit sozusagen im Einsatz zu überprüfen. Ja, das sind so die Themen, in denen wir uns momentan bewegen. Wir versuchen dann natürlich auch Technologietransfer zu betreiben von der Luft- und Raumfahrt, auch in andere Branchen und sind da natürlich auch interessiert, neue Kontakte zu knüpfen und vielleicht auch Bedarfe zu erfahren, aus der Industrie, für die wir vielleicht eine Lösung bieten können oder gemeinsam erarbeiten. Vielen Dank, Herr Wonneberger. Wenn ich das Letzte richtig verstanden habe, sind Sie dann auch offen für Kooperationen in Richtung Chemieanlagenbau? Also wenn da Partner sind und sagen, Ihre Technologie könnte passen, stehen Sie als Gesprächspartner zur Verfügung? Ja, natürlich sehr gerne. Also wenn wir da sinnvolle Anwendungen finden, die beide Kooperationspartner oder wenn es mehrere sind, halt alle irgendwo vorantreiben können, dann sind wir natürlich da sehr interessiert daran und möchten uns da auch gerne im Prinzip breiter aufstellen. Also in der Luft- und Raumfahrt sind wir gut vernetzt und kennen uns aus, in anderen Branchen noch nicht so. Und da nutzen wir natürlich gerne hier das Forum, um uns einerseits bekannt zu machen, aber natürlich auch neue Kontakte zu knüpfen und vielleicht ja, Dinge herauszufinden, die für die zukünftige Zusammenarbeit interessant sein könnten. Prima, vielleicht meldet sich ja der eine oder andere heute nach der Veranstaltung bei Ihnen. Das würde mich Damit freuen. darf ich weitergeben an den Hagen Klemm. Hagen, kannst du übernehmen? Als dritten Experten haben wir den Walter Pritzko. Er ist Geschäftsinhaber der Walter EC Pritzko Spezialkeramik. Der Herr Pritzko, also Walter, du hast das aus einem bestehenden Ingenieurbüro die Pritzko Spezialkeramik gegründet, 1994. Der Schwerpunkt deiner Tätigkeit liegt ja in der Entwicklung und Konstruktion von Leichtbaustrukturen aus Keramik, die im Hochtemperaturbereich oder bei der extremen Bedingung zur Anwendung kommen. Für die Entwicklung von oxidischen Faserverbundwerkstoffen mit dem Markennamen Keramikblech hast du als Firmengründer 1995 den Techtextil-Innovationspreis bekommen. Heute wirst du berichten über elektrisch beheizbare Hybridrohre für chemische Reaktionen. Da sind wir letzten Endes direkt in dem Anwendungsgebiet Chemie und Anlagenbau und freuen uns jetzt auf deine Erfahrung. Bitte weiter. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, weil es das mir einfacher macht, das Thema darzustellen. Denn faserverstärkte Keramik und Hybrid ist, glaube ich, nicht jedem bekannt. Ich möchte auf eins erstmal hinweisen: die ganze Entwicklung, die wir in diesem Bereich gemacht haben, die haben wir im Auftrag der BASF gemacht. Da sind einige Dinge von der BASF schon vor der Zusammenarbeit patentiert worden. Es wird auch weiter patentiert. Aber direkt zu dem Thema Hybridrohr, in dem Fall noch ein unbeheiztes. Das Hybridrohr besteht aus einer monolithischen Keramik auf der Innenseite und einem keramischen Faserverbundwerkstoff, einem oxidkeramischen Faserverbundwerkstoff auf der Außenseite. Warum der ganze Hintergrund? Es ist wirklich von der BASF getrieben für chemische Prozesse bei hohen Temperaturen. Hohe Temperaturen heißt 1000 Grad aufwärts, wo die Metalle nicht mehr eingesetzt werden können. Die Thermoschockbeständigkeit wird gesucht, was die monolithische Keramik selbst nicht kann. Das oxidische CMC ist nicht gasdicht. Die Keramik ist aber gasdicht. Deswegen auch wieder die Kombination, das Bruchverhalten vom oxidischen CMC ist weit besser als das von der Keramik. Was wir noch haben, ist die elektrische Isolierfähigkeit dieser Werkstoffe. Also wir haben hier eine Kombination geschaffen, die sehr, sehr viele Vorteile hat, eben die Kombination der Vorteile der monolithischen Keramik und der Faserverbundkeramik.
Wir haben für die BASF dann einiges entwickelt, unter anderem für eine Technikumsanlage ein sehr großes Arbeitsrohr, wo noch eine Metalleinlage mit integriert wurde. Der Anwendungsbereich ist Methanpyrolyse. Methanpyrolyse heißt, man tut das Methan aufspalten in Wasserstoff. Jetzt haben wir also das Thema Wasserstoff, was jetzt bei meinen Vorrednern auch schon angesprochen wurde. Und was dann noch dazu übrig bleibt, ist der Kohlenstoff, den man sicher anderweitig benutzen kann, vielleicht sogar für die Kohlefaserherstellung. So ein Arbeitsrohr ist jetzt eins der letzten entwickelten Rohre, ist inzwischen auch etwa 2000 Stunden im Einsatz gewesen, hat auch 5 An- und Abfahrtzyklen, was für die Keramik also immer auch nicht ganz unkritisch ist, hinter sich. Das heißt, wir haben hier jetzt schon ein Produkt, das definitiv schon zum Einsatz kommen kann im chemischen Anlagenbau. Und die Metallanlage habe ich gerade angesprochen. Und mit dem, dass das funktioniert hat, dass man ein Metall in die Zwischenschicht zwischen dem monolithischen Rohr und dem oxidischen CMC einbringen kann, war natürlich gleich mal noch die Idee, man könnte das gleich als Heizleiter verwenden. Der ganze Hintergedanke, Heizleiter ist natürlich, dass man heutzutage werden die Anlagen oft mit Gas beheizt von außen, dass man auf elektrische Beheizung mit regenerativen Energien übergehen kann. Hier mit diesem Bauteil, das, wo man hier sieht, wie es entsteht, wurden dann auch einige Versuche gefahren und man hat also festgestellt, dass man damit temperaturmäßig bis 1200 Grad kommt und damit Prozesse möglich werden, die früher nicht möglich waren, weil die Temperaturen nicht ausgereicht haben. Von dem ganzen Hybrid-Thema nochmal zurück auch an das, was ist der Vorteil von der Keramik. Die Hochtemperaturmetalle haben eine katalytische Wirkung und damit kann ein Metallteil schon nach relativ kurzer Zeit, das heißt 3-4 Monate, kann das schon versagen. Man sieht auf der linken Seite Teile, die dann wirklich schon so schlimm aussehen, dass man sagen muss, die müssen ersetzt werden. Das heißt, da besteht dann wirklich immer wieder nach doch relativ kurzer Zeit die Not, das auszuwechseln. Und auf der rechten Seite haben Sie dasselbe Bauteil, was, sagen wir mal, geometrisch ein ganz bisschen anders aussieht, aber genauso funktioniert als Keramik. Keramik ist inert. Damit entstehen keine chemischen Reaktionen auf der Oberfläche. Es ist temperaturstabil. Es ist durch die Hybridisierung OCMC mit innen drin einer monolithischen Keramik ist eben auch die Thermoschockbeständigkeit gegeben. Und diese Rohre laufen jetzt seit weit mehr als einem halben Jahr und man wird jetzt bei der BASF versuchen, hier Stück für Stück in diversen Anlagen solche Brennerlanzen auszuwechseln. Damit wäre ich ganz kurz und schnell durch das Thema durchgegangen und kann vielleicht zum Abschluss noch sagen, wir haben inzwischen eine Lizenz, dass wir das nicht nur für die BASF tun dürfen, die das patentiert hat, sondern auch mit anderen zusammenarbeiten können. Und damit würde ich mich natürlich freuen, wenn wir hier über diese Veranstaltung und über den CU weitere Interessenten generieren können, für die wir diese Hochtemperaturwerkstoffe anbieten können. Dann wäre ich erstmal soweit. Vielen Dank. Vielen Dank, Walter, für deinen interessanten Beitrag. Gibt es jetzt erstmal spezielle Fragen an Herrn Pritzko? Wenn das nicht der Fall ist, erstmal würde ich Thomas
wurden mir jetzt die eigentliche Diskussion eröffnet. Du musst wieder das Mikrofon anstellen. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe es schon an. Jetzt hast du es, ja. Ja, genau. Vielen Dank an euch und auch an die drei Referenten für die schöne Einführung. Jetzt habe ich natürlich die Ehre, die Diskussion zu eröffnen. Also, meine Damen und Herren, Sie können jetzt gern, wenn Sie möchten, die Hand heben, die virtuelle Hand oder auch die richtige, wenn Sie die Kamera anmachen, dann sehen wir das. Oder halt eine Frage in den Chat schreiben, wie es schon passiert ist. Dann können wir dann entsprechend die Fragen an die Referenten stellen. Erfahrungsgemäß dauert es ungefähr 2 Minuten, bis sich der Erste traut. Deswegen werde ich die Ehre haben zu versuchen, die drei Bereiche, die ja doch aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen. Ne? Also der Jens Rzewski, der kommt direkt aus dem Rohr, ne? Hat ja gerade gesagt, erst 2,5 Kilometer. Jens, das war kein 600er Durchmesser, das war, glaube ich, ein bisschen größer. Du hast gesagt, 600er Durchmesser stelle ich mir schon extrem eng vor, da kann man nicht 2 Kilometer durchkrauchen. Das war also 1100. 1100, okay. Ja, das ist ein Millimetermaß, kann man sich dann umrechnen in Meter. Gut, vielen Dank. Und ja, aber trotzdem natürlich kein Vergnügen, auch wenn du vielleicht durch einen Wagen gezogen wurdest und nicht selber durchlaufen musst. Ich stelle mir das jetzt nicht so spaßig vor. Also sozusagen Gutachter in den Rohren, in den Behältern selbst. Dann haben wir die Invent GmbH, den Mike Wonneberger gehört, sozusagen, der seine Lösung vorgestellt hat, die ich sag mal, vornehmlich von den Entwicklungen her so aus der Luft- und Raumfahrt kommen und natürlich auch vielleicht ein bisschen downgegradet für den Chemie- und Anlagenbau zum Einsatz kommen können. Und dann haben wir jetzt den Herrn Pritzko noch gehört, der insbesondere im Hochtemperaturbereich so einiges zu bieten hat. Jetzt schauen wir mal, wie wir das jetzt so zusammenkriegen. Vielleicht erstmal so eine Querschnittsfrage. Aus dem Bereich, wir hatten es gehört, Jens Rzewski hat es gesagt, GFK ist eigentlich das vorherrschende Material, glasfaserverstärkter Kunststoff im chemischen Apparatebau, im Rohrleitungsbau. Jetzt hat der Herr Wonneberger vorgestellt, dass man natürlich, wenn man jetzt so einen Wasserstofftank, gerade wenn man den als Transport sozusagen, also über die Straße, über die Luft, wie auch immer, durch die Gegend, fliegt, ist es ja oftmals die Kohlenstofffaser dort das vornehmliche Material. Gibt es dort einen direkten Übergang? Kann man so einen CFK-Behälter einfach auch als stationären Behälter für diverse Medien auch dann vor Ort nehmen oder ist es dann mit Kanonen auf Spatzen? Braucht man das Thema CFK nur für den Transport und die entsprechenden Anforderungen? Oder hat es noch andere Gründe, warum ich für Wasserstoff unterwegs CFK nehme und für einen Chemietank, der irgendwo steht, dann GFK? Da frage ich jetzt einfach mal richtig blöd. Wer möchte anfangen? Herr Wonneberger oder Professor Rzewski? Ja, ich kann da ja gerne vielleicht ein bisschen was zu sagen. Also ich sehe die Stärke von CFK natürlich schon da, wo mobile Anwendungen sind. Das muss ja nicht immer unbedingt im Flugzeug sein. Das kann ja auch auf der Straße oder auf der Schiene sein. Oder aber eben Transport halt. Ne? Also ich habe tatsächlich das Vergnügen schon mal gehabt, so einen Wasserstofftransport zu sehen. Es gibt hier eine Tankstelle in Braunschweig, die sozusagen eine Wasserstoffzapfsäule hat und ich war da gerade tanken und da kam halt so ein Transporter. Das ist halt ein großer LKW, da liegen Stahlflaschen drauf, recht massiv und auch gar nicht mal so viele. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Gesamtgewicht liegt oder an anderen Gründen. Jedenfalls wird da, glaube ich, gefühlt 99% an Masse durch die Gegend gefahren, die dann halt hinterher nicht im Wasserstofftank der Tankstelle dann landet, sondern der größte Teil ist wahrscheinlich tatsächlich für diesen Transporter und die massiven Tanks da vorgesehen. Und gut, jetzt sind wir ja gerade erst dabei oder wir sprechen darüber, dass wir eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen wollen in Deutschland oder auch in Europa oder weltweit, wie auch immer. Da ist natürlich noch viel zu tun, aber ich denke mal, dieser Transport ist natürlich auf jeden Fall ein Thema und ein wichtiger Aspekt für den Aufbau dieser Infrastruktur. Und da sehe ich dann halt schon die Stärken vom CFK, wenn man vielleicht dann einfach so das Volumen vergrößern kann, was man mit einer bestimmten Gewichtseinheit dann transportieren kann. Bei stationären Tanks, um da auf die Frage zurückzukommen, da fällt es mir schwer, das jetzt abzuschätzen. Aber ich denke mal, da hat man natürlich mit GFK dann einen guten Werkstoff, den man da anwenden kann und wo dann halt die Gewichtsfrage jetzt nicht so relevant ist. Aber das ist meine laienhafte Einschätzung.
Genau. Jens, wenn ich da fragen darf, stationäre Tanks zum Speichern von Wasserstoff, ist der GFK geeignet oder ist das eher was Also Unübliches noch wenn ich bisher? ehrlich bin, ich vermute mal, aus Kostengründen und Effektivitätsgründen würde man hier kein GFK ansetzen, sondern schlicht und ergreifend Stahltanks. Okay. Wo GFK vielleicht wieder interessant wird, das ist im Liner-Bereich, im Transportbereich. Wir sind ja gerade dabei, im deutschen Erdgasnetz oder das deutsche Erdgasnetz zu ertüchtigen für den Transport von Wasserstoff. Aktuell noch anteilig, aber man steckt sehr großen Aufwand rein, um quasi die gesamten Anlagen, also inklusive Fittinge und Ventile und sowas, fit zu machen. Das heißt, man kontrolliert die Beständigkeit der unterschiedlichen Materialien auf Beständigkeit gegen Wasserstoff. Natürlich muss man eins sagen, da reden wir vom Niederdruckbereich, ne? Also klassisch, also 10 Bar ungefähr. Aber da macht es eben das Volumen, ne? Und ich würde mal vermuten, dass das auch Sinn machen würde, solche Sachen dann eher über solche Leitungen zu transportieren. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Wir sind ja gerade noch so in der Findungsphase und ich glaube, da wird es auch mehrere Lösungen geben. Aber Das heißt, GFK also CFK würde ich vermuten als stationärer Tank, also macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. nicht für Wasserstoff, ne? Begegnet dir sonst, also zwei Fragen hatte ich noch in der Richtung. Wie lange ist so ein GFK-Behälter also stationär im Einsatz in der Regel? Wie lange hält der durch? Was ist so üblich? Also tatsächlich Und habe ich jetzt, ja, Entschuldigung. ja, du kannst auch erstmal Nee, beantworten. mach auch die zweite gleich nochmal hinterher. Ach so, und das Zweite war, begegnet ja also jenseits vom Wasserstoff im chemischen Apparatebau auch die Kohlenstofffasern ab und zu? Und wenn ja, wo? Okay. Jetzt habe ich die erste Frage schon wieder vergessen. Die Langlebigkeit von Nein, war jetzt ein Scherz. War ein Scherz, Thomas. GFK-Tanks. Schreib's auf. Nein, also tatsächlich habe ich Behälter bei mir in der Mache. Die sind schon über 25 Jahre im Einsatz. Und das macht es eben auch gerade so ein bisschen spannend, weil die meisten Behälter sind für 20, 25 Jahre mit normalen Medien ausgelegt. Und die sind jetzt um. Ja, das betrifft zum Beispiel auch die Reingaskanäle in den Kraftwerken. So, und wenn man sich die Kohlekraftwerke anguckt, dann weiß man natürlich auch, die Lebenszeit ist begrenzt. Und da hat jetzt keiner Bock drauf, jetzt die kompletten Reingaskanäle für sehr, sehr viel Geld zu erneuern, sondern da guckt man eben, kommen wir klar. Und ich kenne noch Anwendungen im Wäschebereich, also wirklich langlebig ist. Und ich sage mal, ein Tank, wo kein aggressives Medium drin ist, wo eine moderate Temperatur ist, der gut verarbeitet ist, also vernünftiges Hartsystem, vernünftige Gläser eingesetzt, das, glaube ich, wird uns alle überleben. Also da staunt man einfach, also da passiert einfach nichts, ne? Dankeschön. Ich habe mal eine Frage, darf ich, Thomas? Ja, du darfst jederzeit dazwischen, ja, natürlich. Ne? Ein großes Problem bei Wasserstofftransport und Lagerung ist ja die Diffusion durch die Wand von den Behältern Generation, ja. oder den Rohren. Ja. Gibt es dort neue Erkenntnisse oder was sind denn jetzt die eigentlichen oder mit welchen Materialien wird denn das gewährleistet und haben andere Materialien, zum Beispiel CFK oder hybride Materialien, eine Chance, dort einen Beitrag zu leisten? Also CFK genauso wenig. Also letztendlich, es gibt ja keinen wirklich diffusionsdichten Kunststoff. Und gerade beim GFK oder CFK-Bereich haben wir ja immer diese Schwachstelle, Grenzfläche zwischen Faser und Matrix. Und wir werden also immer in diesen Materialien eine Permeation haben. Und auch im Kunststoffrohr, das weiß man auch von den Gasrohren, es wird eine Permeation geben. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Also man weiß, man hat Verluste. Bei 10 Bar ist das jetzt noch überschaubar. Wenn der Druck dann höher wird, dann wird es nennenswert. Aber da hat man tatsächlich jetzt erst angefangen, sich damit intensiver zu beschäftigen. Aber Fakt ist, es geht was durch und einzige Möglichkeit ist eben, und ich glaube, es wurde vorhin auch schon angesprochen, die metallische Beschichtung. Es gibt auch Leine aus Kunststoff, die von den Polymeren her so optimiert sind, dass sie eine sehr, sehr geringe Permeationsrate haben. Sowas funktioniert dann auch. Aber letztendlich muss man damit leben. Also es gab vor ein paar Jahren mal eine interessante Geschichte. Da hat man in den alten Hallen vom Zeppelin hat man noch eine alte Wasserstoffflasche gefunden, Stahl. War voll, war voll. Ja, also das heißt, mit einem richtigen Dichtungssystem und mit Stahl scheint das also ganz gut zu klappen, würde ich sagen.
Ja, aber wenn man jetzt mal sagt, wir haben ein Hochdrucksystem, also die jetzt immer über die Zähne drüber weggeht, dann haben ja sicherlich metallische Werkstoffe aufgrund der Versprödung dann auch sicherlich ihre Grenzen. Und wäre es da nicht möglich, dass man eben mit solchen Faserverbundwerkstoffen hybride Werkstoffe herstellt, als Metall- und Faserverbund, die in dem Bereich zum Einsatz kommen, dass man mal in diese Richtung denkt? Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas möglich ist. Und trotzdem muss man ja sagen, Wasserstoff im Anlagenbau ist ja nichts Neues, auch in der Medizintechnik. Also wird ja schon seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt. Und die Kollegen, die das machen, die wissen auch, mit welchen Dichtungsmaterialien sie da rangehen. Und in erster Linie wird da ja Edelstahl eingesetzt und da weiß man auch, da passiert doch nichts. Ne? Also wenn jetzt nicht gerade atomarer Wasserstoff entsteht durch irgendwelche katalytische Wirkung von irgendwelchen Metallen, Nickel zum Beispiel, glaube ich, ist so ein Metall, würde ich jetzt behaupten, passiert da relativ wenig. Klar, danke schön. Es gibt ja eigentlich Hallo. solche hybriden Anwendungen schon in gewisser Weise, allerdings vielleicht andersrum als jetzt hier vorgestellt. Es gibt ja die Druckbehälter oder Wasserstoff oder überhaupt CFK-Tanks, die aus einem metallischen Anteil Ja. bestehen, als Inliner sozusagen, der dann halt durch eine Faserverbundwicklung sozusagen verstärkt wird und dadurch höhere Druckbelastungen dann ertragen kann. Und daraus entwickelt hat sich ja dann die Variante mit dem Kunststoff-Inliner, der dann wahrscheinlich etwas leichter ist. Und nun versucht man halt, den auch irgendwie loszuwerden. Das ist, glaube ich, jetzt die große Herausforderung. Da versuchen sich einige dran, ob es funktioniert oder nicht. Hängt vielleicht dann auch von der Anwendung an, wie viel Diffusion man dann akzeptieren kann, oder was man halt für andere Mittel und Wege man da versucht zu wählen, um das zu verbessern. Da gibt es, glaube ich, Bestrebungen, das mit dünnen Kunststoffschichten, dünnen harzreichen Oberflächen oder eben halt auch mit metallischen Beschichtungen dann zu lösen. Aber da sind wir, glaube ich, noch relativ weit entfernt von einem wirklichen funktionierenden Ja, Herr System. Wonnemerger, Sie haben völlig recht. Und Typ 3, sage ich mal, ist Stand der Technik. Typ 4 mit Kunststoffliner ist Stand der Technik. Seit vielen Jahren. Also ich merke auch hier, das ist tatsächlich nicht so ein, ja, kein Wettbewerb der Werkstoffe in dem Sinne, mal gucken, wer die besten Argumente hat im Vertrieb, sondern tatsächlich ist es hier so, je nach Konfiguration, je nach Einsatzfall, läuft es immer auf eine gewisse technische Lösung hinaus, die einfach die beste ist, ne? Also ich kann hier schlecht die GFK und die CFK-Fraktion und auch schon gar nicht die Keramik-Fraktion aufeinanderhetzen, Heinz. Das tut mir leid, das schaffen wir heute nicht. Ne? Aber vielleicht, weil gerade wo wir bei der Keramikfraktion sind, im Hochtemperaturbereich sicherlich ungeschlagen und auch da gibt es wieder keine Alternativen, Herr Pritzko. Sie haben jetzt das vorgestellt, so als Ihr 3 Meter langes Rohr, habe ich so verstanden, das wird als am Stück so als thermische Lanze auch eingesetzt. So hatte ich das jetzt irgendwie ein Stück weit verstanden. Also es wird aber nicht als Transportrohr, als längere Leitung eingesetzt. Ist das richtig? Soweit ist man noch nicht, dass man es als Ja. längere Leitung verwenden kann. Aber wenn man jetzt an einen Steamcracker denkt, also jetzt wieder die BASF als Anwender, aber nicht nur die BASF, sondern vielleicht auch DEA, Shell oder wie sie alle heißen, die eben aus dem Rohöl unter anderem Benzin und Diesel herstellen. Die Crackerrohre, die haben eben sind aus Hochtemperaturen Metallen. Mit ihren katalytischen Reaktionen, das heißt, die wachsen zu, weil Kohlenstoffschichten sich aufbauen. Und da hätte man gern ein Rohr, das inert ist. Das ist ein Crackerrohr. Aber dazu müssen die Technologien auch erstmal so weit entwickelt werden, dass sie der TÜV-Prüfung widerstehen. Also, dass man wirklich was hat, was dauerhaft im Betrieb sein kann, denn ein Unternehmen wie die BASF oder auch andere Chemieunternehmen, die können es sich nicht leisten, wenn irgendwo was passiert, da stehen sie dann gleich in der Presse und haben die Versicherung am Hals und. Darf nicht sein, aber wir sind da mit diesen Technologien, dass es wirklich lange Rohre sind, da sind wir noch ziemlich am Anfang. Aber die BASF hat metallische Rohre 240 Kilometer. Und würde gern von den 240 Kilometern einen großen Teil eben keramisch haben, weil die Keramik für diese Prozesse enorme Vorteile hat.
Weil was man bei den Metallen eben noch weiß als Ergänzung, dass sie kriechen, dass sie sich verformen und deswegen auch immer wieder ausgewechselt werden müssen. Auch das würde die Keramik nicht tun. Also sie hätte wirklich Vorteile und man will da auch hin, aber es wird sicher noch, ich sage mal, 5 Jahre mindestens, vielleicht auch mehr dauern, bis man dann TÜV-geprüfte Rohre hat, die in diesen Hochtemperaturprozessen eingebaut werden können. Wie kann ich mir eine Fügetechnologie vorstellen für solche Kilometer? Also wie werden die Rohre aneinander gefügt? Sie können ja schlecht jedes Mal um den Stoß einen Ofen rumbauen, oder? Um das dann wieder neu zu sintern. Also, also so ganz grob gesagt, ja. Herr Heber, doch, wir können das. Okay, das, gut. Ja, aber man muss sich vielleicht vorstellen, die Rohre, die Crackerrohre haben so einen Durchmesser von etwa 60 bis 90 Millimeter. Das sind so die Standardgrößen. Dafür gibt es zum Beispiel Rohröfen, dass man wirklich Rohre fügen könnte. Fügen in Anführungsstrichen, weil es natürlich nicht funktioniert wie das Schweißen. Aber wir haben in dieser Situation das Arbeitsrohr, das ich gezeigt habe, das besteht nicht aus einem Stück, also die monolithische Keramik besteht nicht aus einem Stück, weil sie sich in diesen Längen nicht herstellen lässt, vor allem nicht als gerades Rohr herstellen lässt. Da haben die Firmen, die das können, ich möchte da die Firma Haldenwanger nennen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben bei langen Längen einfach die Schwierigkeit, dass es nicht gerade genug wird, nicht den Anforderungen entspricht, die die BASF hat. Dann muss man fügen. Dafür haben wir Fügesituationen geschaffen. Unter anderem kann man das zum Beispiel mit Gläsern machen. Gläsern und Klebern, je nachdem, welche Dichtigkeit man auch erreichen will. Jetzt unsere Umwicklung, die können wir dann im größeren Stil, also länger zusammenbringen und umwickeln. Das heißt, die Fügung durch unser Material ist da schon möglich. Also das Innere wird dann unterstützt durch das Äußere, das OCMC. Und wenn man dann weitergehen will und da sind dann Längen von 14 Meter am Stück gefragt, dann wird man das in keinem Ofen mehr, oder es gibt wenig Öfen, in denen man das machen kann, dann wird man fügen müssen und da gibt es Rohröfen, in denen man sowas machen kann. Also die Rohre herzustellen, damit haben wir uns schon beschäftigt. Wir sind, glaube ich, bei 8 oder 10 Meter sind wir schon gelandet. Das lässt sich realisieren. Super, vielen Dank. Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz wirklich den Referenten hier vielen Dank aussprechen, auch weil der Herr Wonneberger gleich uns verlassen muss, jede Sekunde. Wir haben halt ein bisschen den Wurm drin, aber wir sind ja froh, dass wir es trotzdem hingekriegt haben mit Teilnahme aus China und überall und dass es so geklappt hat. Also vielen Dank. Wenn Sie jetzt noch eine ganz schnelle Frage an Herrn Wonneberger haben, dann müssten Sie das jetzt tun. Ansonsten würde ich jetzt einfach weitermachen. Der Herr Wonneberger verlässt uns unauffällig und wir sind noch 5 Minuten dabei. Okay, ja, Herr Pritzko, das ist, also ich überlege jetzt gerade, ob ich noch eine dumme Frage stelle. Das Thema Hochtemperaturleitung wird aber wahrscheinlich das Thema GFK, also Kunststoff, nie, die werden sich nicht auf einer Baustelle treffen, oder? Oder gibt es da Möglichkeiten, dass man sagt, hier, da, wo sich das Medium entspannt, dann ist wieder der GFK-Behälter, in den der Jens Rzewski reinkriecht, doch relevant? Oder ist das Thema Keramik für sich ein abgeschlossenes Thema, dass man sagt, das sind wirklich zwei verschiedene Bereiche, die haben miteinander nichts zu tun mit dem Kunststoff? Also ich würde tippen, dass man sich dann auf dem Markt nicht trifft, weil wir eben wirklich, ich sage immer, kalt ist bei uns 800 Grad und da wird es CFK schon nicht mehr geben. Es kann aber natürlich sein, dass wenn man dann irgendwo einen Wärmetausch dazwischen hat und einen Speichertank für zum Beispiel Wasserstoff braucht, dass man dann eben wieder an Faserverbundwerkstoffe GFK, CFK denken kann. Okay, danke. Also ich habe auch schon festgestellt, Ihre Rohre sind auch vom Durchmesser her noch zu gering, dass der Jens Rzewski durchpasst. Von daher würde das auch nicht funktionieren. Okay, was die Prüfung angeht. Spaß beiseite. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, Herr Pritzko, bitte.
Nur ganz kurz, also in diese Dimension mit der Keramik zu gehen, von 1,20 m oder möglicherweise noch größer, wie die Tanks gestaltet sein können, das kann ich mir momentan nicht vorstellen. Da gibt es dann so viele Problempunkte, dass wir hier sicher nicht tätig werden können. Unser Feld ist eben wirklich eher in, sagen wir mal, Bereiche bis 300 mm Durchmesser. Da wird keiner durchkriechen. Nee, da gibt es dann eher Technologien aus der Medizintechnik, wo man dann das Rohr Genau. inspizieren kann. Ja. Okay. Jens, du wolltest noch was sagen dazu? Nein, nein, es war noch eine Frage im Chat. Ja, die möchte ich vorlesen. Danke. Genau. Die ist jetzt für dich. Der Herr Wonneberger fragt. Ach nee, der Herr Wonneberger hat sich verabschiedet, sagt vielen Dank. Und wer den Kontakt möchte, können wir gerne vermitteln. Aber hier, der Herr Gugala von Westlake fragt: Kann man die 200 bis 700 Bar Druckbehälter unterirdisch bauen und somit andere Verbundwerkstoffe verwenden, die nicht im Zugmodus arbeiten müssen, beziehungsweise eine bessere Diffusionsbarriere gewährleisten? Ja, Jens, für dich die Frage. Ja. Kann ich jetzt auch, Also also sonst, Herr Gug, grundsätzlich kann ja? man natürlich Druckbehälter auch unterirdisch bauen. Man muss allerdings beachten, wenn man das in die Erde reinbringt, dann hat man natürlich auch die Erdlasten zu berücksichtigen, die ja von außen quasi als Gegendruck noch wirken, ne? Also quasi gegen den Innendruck. Bezüglich Diffusion oder der Permeation, glaube ich, hat das Erdreich da keinen Einfluss drauf. Aber was ich mir vorstellen kann, tatsächlich, wir haben jetzt eine Überlegung als Druckspeicher, aber ob man da tatsächlich mit GFK hinkommt, ich denke, also ich vermute mal, in solchen Bereichen, wo wir uns mit, also bis 700 Bar im Druckbereich bewegen, kann man tatsächlich drüber nachdenken, dann, wenn man keinen Stahl nehmen will, mit CFK zu arbeiten. Ich glaube, 700 Bar mit Glas, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Was man natürlich machen kann, also schließe ich gar nicht aus, das einfach mal zu betrachten. Es gibt ja mittlerweile auch hochfeste Gläser und hochsteife Gläser, hochmodulige Gläser. Und das einfach mal probieren oder durchrechnen, was das für Konsequenzen hat auf die Wandstärke. Also vorstellen kann ich mir das schon. Gut, ansonsten, wie gesagt, gehen Sie, Herr Gugler, gerne auf den Professor Rizewski zu im Nachgang. Sie können auch einfach an uns eine E-Mail schreiben, da stellen wir den Kontakt her. Dann könnte man das nochmal ein bisschen ausführlicher diskutieren. Okay, ich sehe jetzt keine Frage weiter im Chat, auch keine Hand oben, sehe aber, dass die Zeit rum ist, dass wir es wieder genau geschafft haben und würde vielleicht ganz kurz erstmal an den Hagen wieder für eine kleine Schlussbetrachtung übergeben. Ja, viel Schlussbetrachtung gibt es nicht. Also wir danken allen Referenten für die Vorstellung ihrer interessanten Projekte und Erfahrungen und ihre Beteiligung an der Diskussion. Auch für die Teilnehmer, die hier mit diskutiert haben, bedanken wir uns. Wir hoffen, wir konnten ein paar Impulse setzen. Es ist sicherlich nicht ganz einfach, unsere Werkstoffe ganz ad hoc in anderen neuen Anwendungsgebieten unterzubringen. Und gerade was das Problem Wasserstoff, was in den nächsten Jahren sehr stark bearbeitet werden wird, ist es eben doch nicht ganz trivial, mit unseren Werkstoffen in die Anwendung zu kommen. Wir hoffen, dass Sie neue Partner kennengelernt haben, wo eventuell dann neue Projekte diskutiert werden können. Und wenn Sie hier von uns Unterstützung brauchen, sind wir natürlich dann immer mit dabei und würden Sie gern unterstützen. Dankeschön. Heinz, du Danke, bist Heinz. wieder. Jetzt bist du wieder stumm. Ja, Heinz, Mikro. Heinz, ich übernehme ja. Ja. Unser turnusgemäßer Termin im März fällt leider der Jack zum Opfer, weil das unmittelbar ein Tag vor Eröffnung der Messe ist. Wir machen dann am 3. Juni weiter mit einem wieder spannenden Thema, nämlich Verbundwerkstoff trifft elektrische Leichtfahrzeuge. Das ist alles, was mit kleinem Nummernschild unterwegs ist. Ein wichtiges Verkehrsmittel für die Verkehrswende. Nicht nur die Roller, die die Innenstädte, wie soll man sagen, unsicher machen, sondern auch Lastfahrräder, Lastfahrzeuge für den Innenstadttransport, kommunale Fahrzeuge und Papierkörbe im Park oder in der Fußgängerzone zu leeren. Und ein sehr großer Bereich, alles, was zwischen Werkshallen unterwegs ist und keinen Diesel in die Hallen reinblasen kann. Also ein sehr spannender Bereich. Wir haben einen Verband dabei, der das unterstützt und der uns da. Ja, der mit uns das zusammen macht.
Damit gebe ich weiter an den Thomas, bedanke mich auch bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Beteiligung. Thomas. Genau, also vielen, vielen Dank auch nochmal an alle, auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir werden in den nächsten Tagen wieder eine kleine Rückschau veröffentlichen zu dieser Veranstaltung und natürlich auch in den nächsten Tagen auf unserem YouTube-Kanal. Wer es jetzt nicht ansehen könnte, kann man sich sozusagen die kleine Radiosendung, wie es der Heinz eingangs so schön gesagt hat, auch nochmal auf YouTube antun. Ich bedanke mich auch, dass es geklappt hat mit allen und dass wir es hier mit einer Minute Verzögerung mit der Punktlandung wieder hinbekommen haben und freue mich aufs nächste Mal. Wer ja uns nicht mehr sieht in diesem Jahr, dem wünschen wir schon mal schöne Weihnachten und alles Gute. Bis dahin. Danke. Tschüss. Gut, Dankeschön und schöne Restwoche. Ne? Ja, viel Spaß in China. Tschüss. Leo, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Auch von dir alles Gute. Danke und schöne Weihnachten. Ja, ich freue mich. Frohe Weihnachten. Tschüss.